Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin, unschwer zu erkennen, am Haus. Aha, das Dach ist dicht, jawohl. Trockenbauer war nämlich da. Ich mach mal die Fenster auf, dass hier mal ein bisschen Luft reinkommt. Ist echt kalt hier drin. Machen wir mal hier ein bisschen auf. So, dass hier mal ein bisschen Luft reinkommt. Was ist denn das hier? Hat jemand seinen Kaffeebecher stehen lassen? Ja, auf jeden Fall, unseren Fensterbänken geht es auch gut. Wir haben hier die alten draufgelegt, um die neuen zu beschweren. Sieht gut aus. Jetzt gehe ich mal hoch und schaue mir an, wie es da oben aussieht. Man hat sich schon so dran gewöhnt an die Treppe. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, wir lassen die einfach. Oh, ich muss aber sagen, das ist hier noch heller als gedacht. Ich hatte ja auch gedacht, dass es hier in der Diele relativ dunkel wird, weil wir ja dann kein Dachfenster haben. Aber ich muss sagen, jetzt kommt das Licht halt schön hier rein. Später kommt es dann hier rein. Ach ja, das ist schön. Okay, Gegenlicht, das sieht jetzt sehr dunkel aus. Ja, das ist doch wunderbar. Wenn die Wände jetzt auch noch hell gestrichen sind, dann ist das doch wunderbar. Und jetzt ist gerade hier überhaupt keine Sonne, weil die Sonne halt jetzt gerade noch da drüben ist. Also super. Gar kein Problem. Oi. Hallo Dusche. Upsa. Was ist denn das dann hier? So, Schlafzimmer. Das kennt ihr alles schon. Ja, schön. Sehr, sehr gut. Danach wurde ich auch schon mal gefragt. Also einen Kniestock zu erhöhen hat jetzt bei unserem Haus 5.500 Euro gekostet auf 30 cm. Also der normale Kniestock ist ja 90. Der wäre mit drin gewesen. Auf 1,20 hoch hätte 5.500 gekostet oder knapp über 5.000, irgendwie sowas. Und wir sind auf 1,50 hoch, haben ihn also 60 cm erhöht. Das hat uns jetzt um die 10.500 Euro gekostet. Irgendwas zwischen 10 und 11, ich weiß es nicht genau. Ne? Also Kniestock erhöhen, das kostet schon ein paar Euro. Also wir haben Nachbarn, die schräg gegenüber bauen werden. Also die werden dort bauen. Bei denen läuft es jetzt auch schon. Also bis es mit dem Bau losgeht, wird es noch dauern. Die hoffen, dass sie im August anfangen können. Und die haben 1,80er Kniestock genommen. Also da könnte ich quasi stehen. Ja, ich glaube, sie ist ein bisschen kleiner als ich. Die kann also auch dann locker unter der Schräge stehen. Das wollten sie so haben. Das haben wir nicht gemacht, weil bei uns in der Planung das Quatsch gewesen wäre. Dann hat man halt fast zwei Vollgeschosse schon. Bei uns wäre es aber Quatsch gewesen, weil hier kommt ja unser Bett hin und die Nachtschränkchen. Alles tutti. Und bei den Kindern, egal wie wir den Kniestock hier gemacht hätten, wird da wahrscheinlich das Bett landen irgendwo, ob jetzt längs oder in den Raum rein, wie auch immer. Und da dann, ich weiß nicht, Schminktisch, Schreibtisch, Kommode für Fernseher irgendwann, was weiß ich. Und die Kleiderschränke landen so oder so an dieser Wand. Deswegen wäre es Quatsch gewesen, nochmal 5.500 Euro in die Hand zu nehmen, um das Ding zu erhöhen. Weil, ja, das Bett passt ja locker drunter. Ihr seht ja, das ist, wenn ich da stehe, da passt ja locker das Bett hin. Und auch ein Schreibtisch kann dahinter, kann im Prinzip alles hin. Eine hohe Kommode noch. Ach, von Ikea kannst du ziemlich fast alles dahinstellen, bis auf die Packschränke. Genau, deswegen haben wir das nicht gemacht. Aber man kann es natürlich machen. Aber bei unserem Haus war das ungefähr die Preiskategorie, wo wir da gelegen haben. Jetzt wirkt es irgendwie noch mal geräumiger. Also jetzt ist das Licht tatsächlich so, wie es dann sein wird. Abgesehen davon, dass wir halt noch dunkle Wände haben. Das dürft ihr nie vergessen. Rohbauwände schlucken unheimlich viel Licht. Wenn man das an hell streicht, sei es jetzt weiß oder rosa oder hellgrau oder irgendwas, das reflektiert ja ganz anders das Licht. Das wird dann hier noch mal was ausmachen. Und das ist meine Ankleide. Klar, die hat kein Tageslicht, beziehungsweise es kommt eigentlich wirklich gutes Licht von dem Fenster. Jetzt, wo die Sonne reinscheint, natürlich sowieso. Und ich werde mir hier an die Decke auch auf jeden Fall zwei echt helle Strahler machen. Und ich streiche das natürlich auch richtig weiß. Ja, super. Ich hatte mir das irgendwie dunkler vorgestellt, aber das geht.
Das geht, ja wirklich, echt okay. Und natürlich, falls ihr euch das fragt, hat das Ding auch eine Belüftung. Ne? Also ich habe zwar jetzt kein Fenster hier drin, weil es für mich Quatsch gewesen wäre, jetzt hier ein Dachfenster reinzumachen für 1.500 €. Aber in einer Ecke, die oder die, kommt noch die Belüftung. Ich glaube hier, das wird dann aussehen, als wenn hier so eine kleine Säule wäre. Nicht sehr tief. Wirklich, ich glaube, so ein Ziegel oder so wird das sein. Genau. Oh, mein Handy klingelt. Kurzer Stopp. So, das war gerade mein Mann am Telefon. Ich hatte nämlich eine Frage. Genau, und zwar hierzu, weil ich da gerade ein bisschen überfordert bin, was das ist. Also ich weiß, dass das Ding hier natürlich relevant ist, weil dahinter die ganzen Revisionsschächte sind. Das weiß ich. Aber das hier irritiert mich gerade. Das ist so ein Wannenmodul, weil unsere Wanne ja dann auch noch eingebaut ist, so schön umrandet ist. Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Weil das ist nochmal so ein Modul, dass man hier oben Abstellfläche hat, was jetzt nicht schlimm ist. Ich bin nur der Meinung, dass wir das nicht gewollt haben. Also bezahlen mussten wir das eh nicht. Das war im Preis mit drinnen. Ich bin jetzt gerade nur verwirrt, weil meiner Meinung nach hatten wir nur die Wannenumrandung gemacht und nicht mehr das Hochmodul. Das hatten wir erst drin und haben dann gesagt, nee, brauchen wir gar nicht unbedingt, weil mir war das dann gar nicht so wichtig. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich bin halt gerade echt verwirrt, weil ich der Meinung war, das haben wir rausgenommen. Und haben da jetzt nur noch eine andere Sache drin gehabt, die ich jetzt natürlich noch nicht sehen kann, weil die Badewanne noch fehlt. Aber das verwirrt mich gerade. Ich meine, das wäre ja jetzt nicht schlecht und nicht schlimm und ich könnte sehr gut damit leben, wenn es so wäre. Auch wenn es wieder was mehr kostet wahrscheinlich. Ja, toll. Ich bin trotzdem nur gerade verwirrt, weil eigentlich war es aus dem Plan raus, soweit ich weiß. Wir hatten das rausgenommen. Also ihr seht mich gerade verwirrt. Nein, ihr seht mich nicht, aber... Ihr seht mich jetzt verwirrt, weil ich weiß es wirklich nicht. Also es war erst so geplant. Also es war erst so geplant, dass hier dieses Modul ist, dann die Wanne davor und dass die eine Umrandung bekommt. Ach Leute, das ist mein persönliches Highlight, das Fenster. Dieses wunderschöne große Fenster, das wir jetzt im Bad nicht haben. Ha, schön. Genau, und hier, ihr Lieben, ist unsere Dusche. Die Wände kommen erst später rein. Da kommt erst noch Elektriker und ich weiß nicht was alles. Aber ja, das wird unsere Dusche. Industrial Style, wir lassen das so. Genauso ist es angeplant. Wir machen da Glaswände dazwischen, das soll so bleiben. Nein, also, ja, hier wird dann die Toilette landen. Das wird gerade hochgehen. Ich glaube, ich hatte euch mal erzählt, dass wir hier so einen eingebauten Toilettenkasten mit Ablage haben. Haben wir gar nicht. Wir haben den glatt gemacht. Genau, weil da noch genug Wand ist, um irgendwas Dekoratives zu machen. Deswegen brauchten wir das nicht und das hätte ja wieder Platz gekostet. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Also mir ist es wichtiger, dass ich hier noch einen schönen flachen Schrank hinstellen kann. Ja, weil das ist wirklich etwas, was ich sagen muss. Wir haben Platz im Haus, so ist es nicht. Trotzdem würde ich gerne die Handtücher heute hier im Bad unterbringen, weil ich wollte jetzt schon ein schönes Bad, das groß genug ist, aber ich wollte kein Bad, das zum Tango tanzen ist und wo dann keine Schränke drin stehen und ich wieder irgendwo in Schränken dann gesammelt alles drin habe, was ich mir dann immer aus dem Bad holen kann. Ne? Also wo ich dann aus dem Bad rausgehe, mir das irgendwo hole, wieder herbringe. Sondern ich wollte halt schon ein Bad haben, was praktisch auch ist, was schon geräumig ist, aber was auch praktisch ist, wo ich den Handtuchschrank drin habe, mein ganzes Duschbackabzeug unterbringe. Ja, was heißt Duschbackabzeug? Am Anfang mein Duschbackabzeug und wenn das weg ist, andere Sachen mehr Platz haben hier. Genau, also das war so mein Wunsch. Ich wollte jetzt kein reines Showbad, wie man es manchmal sieht, was einfach nur quasi leer ist, aber schick. Das ist schön. Aber ich wollte schon was, wo ich auch Schränke reinstecken kann. Das war mir schon ganz wichtig. Genau, okay, die Dusche. Von der wir immer noch nicht wissen, wie wir sie gestalten. Leute, fragt mich nicht. Bitte fragt mich nicht danach. Ich wurde nämlich neulich gefragt. Bitte fragt nicht. Fragt nicht. Ich weiß es nicht. Wir sind am Hin und Her überlegen. Wir wissen es nicht. Es gibt ein paar Optionen, die wir gerade ausloten. Was gefällt uns besser? Was wollen wir haben? Was nicht? Und jetzt bin ich wieder überfordert bei der Badeinrichtung. Weil im Moment stehen wir bei 0. Also nicht ganz bei 0. Wir stehen bei 10%. Ja? Aber diese Wand hier verwirrt mich gerade. Und die... ändert jetzt gerade wieder alles. Kotzt mich an, ey. Okay, gehen wir mal in die Dusche, ihr Lieben. Das ist die Dusche. Ja, also das ist keine offene Dusche, ihr seht ja. Also hier, schön ist es ja auch, was ich momentan immer sehe, wenn die hier eine Glaswand haben. Das finde ich auch schön. Aber wir haben ja dann hier unseren Waschtisch. Was ich auch gut finde, weil in dem Bad, wo hätten wir das sonst gemacht? Ne? Wir haben ja hier eine Dachschräge. Wir hätten dann unseren Waschtisch entweder hier an die Schräge machen können, also hier.
Oder die Toilette, wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht von der Badewanne auf die Toilette gucken und ich wollte ehrlich gesagt auch neben der großen Badewanne nicht den Waschtisch dahin hängen. Ja, deswegen war das für uns so die sinnvollste Lösung, um das Ganze zu nutzen. Und ja, gehen wir mal in die Dusche. Ja, da. Wirkt irgendwie eng gerade. Aber ich passe rein, locker. Sehr gut. Ja, also es ist eine normale 90er Breite. Sie ist nicht überdurchschnittlich breit, aber es ist halt relativ lang. Und wir hätten halt hier die Möglichkeit, immer, wenn wir wollen, noch eine Tür dran zu machen. Haben wir extra beim Fenster drauf geachtet, dass wenn uns irgendwann der Teufel reitet und wir sagen, ach, wir wollen das doch zu haben, dass wir hier noch eine Glastür setzen können. Ja, also das geht. Es geht dann relativ genau hier. Ja, so der Plan, ihr Lieben. Und jetzt werde ich mein Maßband auspacken. Hier muss ich nicht messen an der Decke. Es geht hier um eine Elektrogeschichte. Das ist eindeutig. Aber da muss ich mir jetzt eine Leiter holen, denn ich muss die Dachschräge messen. Ich muss wissen, was für eine Fläche die Dachschräge hat. Könnte man jetzt auch anhand des Planes ausrechnen, aber das ist mir ein bisschen zu unsicher. Ich will jetzt einfach mal abmessen. Es geht hier nicht um Zentimeter genau, aber ich muss die ungefähre Fläche haben. Genau, das werde ich jetzt mal machen. Ich suche jetzt mal unsere Leiter. Where is the Leiter? We had a Leiter. Ist da eine Leiter? Nein. Ist hier eine Leiter? Auch nicht. Da ist eine Leiter. Das sieht gut aus. Die nehme ich doch jetzt einfach mal. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich fahre jetzt wieder heim. Ein Glück, dass wir neulich am Sonntag mit meinen Eltern hier auf der Baustelle waren und mit den Kindern, weil der Trockenbauer sollte nämlich eigentlich jetzt am Mittwoch kommen, also heute. Der sollte nämlich erst zu einem anderen Haus, und zwar zu dem, der Erde von uns haben möchte, aber zu dem kann er nicht, weil der hat noch keine Fenster gekriegt. Deswegen ist der Trockenbauer jetzt erst zu uns gekommen. Was schön ist, aber uns hat noch Strom im Dachboden gefehlt. Also wir hatten den Dachboden ja bei der Hausplanung nicht geplant auszubauen, das machen wir jetzt so nebenbei. Und da war noch kein Strom oben. Und da wäre es natürlich schön gewesen, den Strom hochzulegen, bevor der Trockenbauer alles zumacht. Und das hätte halt der Elektriker machen müssen und bis Mittwoch wäre das vielleicht auch möglich gewesen, aber jetzt kam ja der Trockenbauer spontan am Montag, das wussten wir nicht. Und zum Glück waren wir Sonntag hier und mein Mann hat mit unserem Nachbarn geredet, der ist nämlich Elektriker. Und der hat ihm schnell ein Kabel da hochgelegt. Hat das schnell gemacht, dass wir da Strom haben. Das hätte der Elektriker natürlich auch sonst hinbekommen. Aber das hätte gekostet. Das hätte wieder Zeit gekostet. Und da hätte er wieder was für genommen. Und deswegen hat er uns einfach schnell das Kabel da hoch. Hat das selber gemacht. Und alles gut. Der legt ja bei sich die ganze Elektrik selber. Der hat halt jetzt das Problem. Der kriegt jetzt gerade das Dach drauf. Hat seine Elektrik in den Rohbau reingehämmert. Und hat aber jetzt keine Fenster. Der hat nämlich seine Fenster noch nicht bestellt. Die wollte er irgendwie bestellen und dann hat es nicht geklappt und jetzt hat er noch keine. Und solange er keine Fenster hat, kann der Trockenbauer halt nicht kommen. Ach, jeder hat so seine Probleme, gell? Ja, aber ich fand es auf jeden Fall super nett, dass er uns das Kabel da hochgelegt hat, weil, ja, jetzt haben wir auf jeden Fall auf dem Dachboden auch schon mal ein Stromkabel. Und er hat auch gleich das richtige Kabel genommen, irgendwie, von dem man irgendwie Lampenanschlüsse, Steckdosen, bla bla bla, alles machen kann. Ist alles jetzt schon oben. Das ist für den Elektriker natürlich eine gute Basis. Ja, weil sonst hätten wir das bis Mittwoch auf jeden Fall noch machen können. Aber da ja plötzlich am Montag der Anruf von unserem Sachverständigen kam, ey, der Trockenbauer ist schon da. Hä? Ja, na gut. Dann mache ich jetzt mal wieder hier die Türen zu und mache mich auf den Heimweg. Ach, man könnte meinen, wir haben die Fenster geputzt. Sieht schon wieder so aus. So, jetzt weiß ich endlich, wie das funktioniert. Beim ersten Mal war ich hier nämlich komplett überfordert. So. Nach aktuellem Plan sieht es übrigens so aus, als ob wir vielleicht dieses Jahr tatsächlich den Rasen schaffen würden. Das wäre natürlich super, ne? Das wäre unser Ziel, dass wir dieses Jahr die Terrasse schnell machen können noch und den Rasen, damit wir nicht, selbst wenn dann hier alles aufgeschüttet ist und begradigt wurde, nicht, dass wir dann den ganzen Staub und die Erde hier reinbekommen die ganze Zeit. Also unser Ziel ist es, so schnell wie möglich den Rollrasen zu legen. Und aktuell übrigens ist der Plan, so wurde uns das vom Bauleiter gesagt,
dass jetzt der Elektriker kommt, dann wird der Innenputz gemacht und dann kommt Sanitär. Und in KW 26, das ist glaube ich irgendwann Ende Juni, ich weiß es aber nicht genau, KW 26 kommt schon der Außenputz dran. Dann wird das Haus von außen fertig gemacht, dann kommt das Gerüst weg. Und dann können wir im Prinzip hier alles begradigen, Terrasse und Rollrasen legen. Zäune, glaube ich, werden wir dies Jahr noch nicht machen. Es sei denn, unser Nachbar hier gegenüber, der will seinen Zaun schon hochziehen. Mit dem wollen wir uns ja den Zaun teilen, deswegen eventuell. Aber ansonsten, glaube ich, wird noch nicht viel mit Zäunen dieses Jahr passieren. Ist auch nicht wichtig. Die Gartensaison geht dann eh zu Ende. Ist nicht schlimm. Wichtig ist für uns einfach nur, dass wir die Terrasse hier haben, als Ausgang eben. Und damit wir dann den Rollrasen eben legen können, damit wir nicht vom Wind diese ganze trockene Erde hier reingeblasen kriegen, sondern dass da Erde, Rasen drauf ist. Genau, deswegen, also das hoffen wir natürlich, dass wir das schaffen. Das sollte aber nach aktuellem Plan kein Problem sein. Ja, weil ich weiß nicht, wann KW 26 ist, aber ich meine, es wäre Ende Juni irgendwann. Jo. Schön. Okay, ihr Lieben, ich hätte nicht übel Lust, jetzt hier zu bleiben und noch tausend Sachen zu machen, aber ich kann nichts machen. Deswegen werde ich mich jetzt hier nicht länger aufhalten, sondern sehe zu, dass ich nach Hause komme. Ich muss nur den Schnapper rausmachen. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann jetzt an der Stelle erstmal, weil wir haben jetzt 10:30, bis ich daheim bin, ist es, keine Ahnung, kurz vor 11, je nachdem, 10:45, ist egal, circa 11. Und ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen, weil morgen, also morgen am Donnerstag und am Freitag ist Hanna zu Hause, da hat die Kita zu, Konzeptionstage. Und das heißt, ich muss heute noch ein paar Sachen dringend erledigen. Weil ich werde dann morgen mit ihr auf den Spielplatz gehen oder in den Zoo, mal gucken. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.